So, meine YouTube-Freunde, eigentlich wollte ich gerne ein Video machen über so eine Spritztechnik, so mit irgendwelchen hier Strohhalmen und sowas. Ich habe das versucht und dafür bin ich leider zu doof oder ich kann es einfach nicht. Ist ja auch was. Da wollte ich euch lieber eine Alternative dazu zeigen, die auch ganz schick ist und auch ganz einfach geht. Ihr habt eure, also ihr habt eine Haftgel aufgetragen, dann habt ihr ein bisschen Modellagegel aufgetragen und dann das Weiß. Nur so ein bisschen, sage ich, weil ich das unter den Aufbau machen möchte. Das bedeutet, ich nehme mir irgendeine Farbe, die ich gerne mag, die ich jetzt, oder Farben, die ich gerne mag, und dann hat man hier so eine Fäden nachher. Und die legt ihr dann kreuz und quer, wie ihr Lust und Laune habt. Versucht, dass das wirklich ein paar Fäden sind. Wenn ihr keine Fäden mehr habt, dann nehmt euch einfach neue und legt das so kreuz und quer. So, ich will jetzt nur dieses in Blau. Nicht umfallen. Das wollte ich jetzt in Blau haben. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Hier, so. So, dann macht ihr den Pinsel sauber. Ist ein bisschen umständlicher wahrscheinlich, aber das ist es auch wert. So, dann nehmt ihr euer Pink, Blau, Grün oder was, egal was ihr wollt. So, dann wartet ihr, dass ihr wieder Fäden habt. Zack, zieht euch das irgendwie so ein bisschen hin und her. Hier finde ich, dass jetzt ein bisschen wenig Fäde drin ist. So, seht ihr, dann nehmt ihr da, macht ein Kreuz und quer. Müsst ihr nicht mal doll machen, wie ihr Lust und Laune habt. So, seht ihr, mir reicht das jetzt an Pink. So, dann nehme ich ein Rot. Nehme mir da ein bisschen was auf. Auch wieder, dass ich da ein Fäden habe hier. Ich hoffe, ihr könnt das schön sehen. Und knall. Das macht auch nichts, wenn da so ein bisschen was drüber ditscht. Machen wir das einfach so, wie ich Lust und Laune habe, da so ein bisschen drüber. So. Damit da noch ein bisschen Kontrast reinkommt, nehme ich jetzt ein Gelb. So, ein bisschen laut hier. Mit der Fäden haben, gib mir Fäden. So, dann hat man hier wieder noch einen Fäden und macht das, wie man Lust und Laune hat. So mache ich das. Und versuche halt, dass es immer so ein bisschen. Hier kann auch noch einer hin. So. Ups. Natürlich könnt ihr das mit den Farben machen, so wie ihr Lust und Laune habt. Ich nehme mir hier noch ein ganz, ganz knalliges. Knalliges Orange. Machen wir hier auch ein paar Fäden. Dann ziehe ich das nochmal. So. Müsst halt immer gucken, dass da gut Fäden dran sind. Ne? Zack, einfach nur quer rüber. Man muss auch nicht ganz so viele Fäden machen, so wie ich das jetzt hier mache. Man kann auch viel, viel weniger nehmen. So, für mich reicht das jetzt erstmal. So. Dann härten wir das Ganze ordentlich aus. Und dann so, wenn ihr das ausgehärtet habt, nehmt ihr euch hier irgendein Modellagegel oder ein Aufbaugel, was ihr habt. Und dann modelliert ihr euch da sozusagen den Aufbau. Ich muss das hier jetzt ja nicht so anständig machen auf meinem Tipp hier, aber dann baut ihr das hier euch schönen Aufbau zusammen. Kann ruhig ein bisschen dicker sein. Muss aber nicht, weil ihr feilt das ja sowieso nachher runter. Und dann macht das auch nichts, wenn diese hüppeligen Farben, also die Farben, die ihr da hüppelig ein bisschen drauf gemacht habt, die werden einfach mit glatt runtergefeilt und dann sieht das nachher ganz normal aus. So, dann feilt ihr das hier, feilt ihr. Dann macht ihr das hier fertig. So wie ihr denkt, das wäre okay. Hauptsache ihr füllt die Rillen, die dazwischen sind, richtig gut aus. Weil das ist nachher das Wichtigere von allem. So, also dieses Weiße, was da noch so über ist, das muss schön aufgebaut sein. So. Das war eben aus dem Bild, Entschuldigung. So. Und wenn ihr das so gemacht habt, wie ihr euch das so einigermaßen vorgestellt habt, dann packt ihr das in die Lampe.
Dann wird das in 2 Minuten ganz normal ausgehärtet und in Form gefeilt. Und wenn ihr das dann soweit fertig habt, nachdem ihr denn den Aufbau befeilt habt, könnt ihr noch ein Design, ein Airbrush, irgendwas, was ihr Lust habt, trotz all dem noch dazu machen. Und dann könnt ihr das auch schön versiegeln. Ich verziegel den jetzt mal zusammen mit euch. Dann könnt ihr das richtig toll versiegeln. Natürlich könnt ihr Farben nehmen, die ihr möchtet oder die ihr richtig cool findet. Ich fand das jetzt auch ganz cool, weil da noch so ein bisschen Goldschimmer in dem Gelb mit drin ist, rosa Schimmer in Gold mit drin ist. Und wenn ich es dann versiegelt hätte, sieht es dann einmal so aus. Jetzt etwas mal vom Schwarz im Hintergrund. Jetzt sieht man das in dem Video noch besser. Also das ist ein mega hippes Design, finde ich. Natürlich kann man das auch in anderen Variationen. Ich habe jetzt extra mal 2 gemacht. Gehabt, damit ihr das auch mal seht, weil jedes wird ja anders. Es ist, glaube ich, ziemlich schwierig, alles gleich zu machen. Ich zeige euch das mal, wenn das schön versiegelt ist hier alles. So. Noch ein bisschen mehr drauf. So. Das ist auch schön glänzend. So. Dann könnt ihr die beiden nebeneinander mal sehen. In den einen habe ich jetzt kein Neon reingemacht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also ich finde das total genial. Ist auf jeden Fall was Fetziges für jemanden oder ganz lange Nägel. Auch die Spitze kann man nur so machen. Wenn man dann andockt an einen Negativ-Smiler, finde ich das dann ein bisschen besser, weil dann ja noch ein bisschen Aufbau drüber kommt und alles. Dieses Design würde ich definitiv nicht auf dem Aufbau machen, weil es dann einfach zu dick wäre. Also ich finde das eine coole Sache. Ist zwar nicht dieses mit diesem Strohhalm, aber sowas in der Art und sieht ja auch fast genauso aus. Ja. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir Verbesserungsvorschläge, wie ihr das hättet gemacht. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Über ein Daumchen hoch würde ich mich auch freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.